In diesem Video möchte ich Ihnen die ersten Schritte mit dem Tool Screencast-O-Matic zeigen. Ich werde ein Bildschirmvideo mit Ton aufnehmen und dann als MP4-Datei abspeichern. Als erstes bereite ich den Bildschirm vor, den ich aufnehmen möchte. In diesem Beispiel benutze ich eine kurze Präsentation, die ich in ein PDF umgewandelt habe. Ich öffne das Programm und klicke auf Aufnahme. Der Aufnahmebereich befindet sich innerhalb des gestrichelten Rahmens und kann beliebig verschoben werden. Die Größe des Aufnahmebereiches ist hier mit 720p voreingestellt. 720p ist eine Standard-HD-Größe und sollte vorzugsweise benutzt werden. Die Größe des Aufnahmebereiches kann aber auch manuell eingestellt werden, indem man hier an den weißen Ecken zieht. Hier stelle ich die Größe wieder auf 720p. Ich schließe das Einstellungsfenster, um den Aufnahmebereich optimal zu positionieren. Das Einstellungsfenster kann ich jederzeit über das Zahnrad-Symbol wieder öffnen. Jetzt kann ich noch das Bild von der Webcam mit einfügen. Bei dieser Einstellung wird nur der Bildschirm aufgenommen, bei dieser Einstellung nur die Webcam und bei dieser beide. Das Bild der Webcam wird erstmal unten rechts eingeblendet, ich kann es aber auch beliebig verschieben. In den Aufnahmeeinstellungen kann ich auch das Mikrofon überprüfen, mit dem die Audiokommentare aufgenommen werden sollen. Hier sollten beim Sprechen grüne Balken aufleuchten. Wenn ich mit den Voreinstellungen zufrieden bin, starte ich die Aufnahme mit dem roten Button. Der Counter zählt runter und dann geht es los. Alles, was jetzt innerhalb des Aufnahmebereiches passiert und was gesprochen wird, wird im Video aufgezeichnet. Auch die Bewegungen der Maus werden mit aufgezeichnet. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicke ich auf die Pause-Taste. Dann kann ich die Aufzeichnung fortsetzen, indem ich erneut auf den roten Button klicke, oder beenden, indem ich auf Fertig klicke. Jetzt kann ich das Video speichern bzw. auf eine Plattform hochladen oder bearbeiten. In diesem Fall möchte ich das Video erst einmal abspeichern. Wie man das Video bearbeitet, zeige ich dann in einem anderen Video. Im Vorschaufenster kann ich mir das Video ansehen und anhören, indem ich entweder auf den Play-Button drücke oder den Balken in der Zeitleiste verschiebe. Zum Abspeichern gibt es mehrere Optionen, die sich hinter diesem Button verbergen. Ich kann das Video als Datei abspeichern oder auf verschiedene Plattformen hochladen. In diesem Fall speichere ich das Video als MP4-Datei ab. Es stehen aber auch andere Formate zur Auswahl. Hier kann ich den Namen des Videos angeben und den Ordner, in den das Video abgespeichert werden soll. Hier kann ich noch angeben, ob der Cursor im Video hervorgehoben werden soll oder nicht. Zum Abspeichern klicke ich auf Veröffentlichen. Diese Bezeichnung ist vielleicht erstmal etwas verwirrend. Wenn ich auf den Button drücke, werden letztendlich zwei Dateien abgespeichert. Das kann man sehen, wenn man hier auf Ordner durchsuchen klickt. Im Ordner, den ich vorher angegeben hatte, liegt jetzt die MP4-Datei und zusätzlich ein Ordner mit einer Datei in einem herstellerspezifischen Format. Diese Datei benötige ich später, um das Video in Screencast-O-Matic noch weiter zu bearbeiten. Mit OK beende ich das Speichern.